Gut, ich habe kein volles Leben bekommen. Dachte eigentlich, dass es so kommt. Ja, das sieht hier nicht sehr vertrauenserweckend aus. Wodka, 20 Wert. Das ist schon praktisch. Ich glaube, da hinten gibt es aber ein bisschen Muni. Das ist sehr gut. Sturmgewehr ist auch ganz nett. Also damit kann man schon so Mutanten relativ schnell umbratzen. Machen wir einfach mal auf die 6 noch. Wir haben ja noch ein paar Slots frei. Gucken wir ihn noch an. Oder sie. Shotgun-Muni auch gut. Hier, Buff-Out, wiegt nichts, ist was wert. Dann haben wir hier noch eine Pistole. Eine erste Hilfekasten. Das wiegt alles nichts, ist sehr gut, das können wir immer mitnehmen. Ja, jetzt haben wir 3 Wege zur Auswahl. Das heißt, ich habe keinen Plan, in welche Richtung ich gehe. Wo bin ich denn jetzt? Theoretisch irgendwo hier. Na, wir gucken einfach mal, ob es hier was zu plündern gibt. Ah, hier ein Buch. Sind es nur noch 320 oder so, die fehlen. Ja, Buffout nehmen wir auch mit. Die Flaschen sind leider alle leer. Da haben wir nochmal Mentats. Die brauchen wir später noch. Ja, Mülleimer ist auch was. Zigaretten. Warum nicht? Kohleimer gerne. Kronkorken eh. Ja. Ach, da liegt noch was. Nein, ich will nicht sitzen, ich stehe auf. Ich will das Teil haben. Gucken wir auf die lokale Karte. Ich würde jetzt mal ganz stark vermuten, ich muss nach da oben. Das sieht man, wenn ich hier eine Markierung setze. Komme ich denn da so hin? Gut, jetzt zeigt er mir gar nicht an, das scheiß Teil. Ich habe auch kein Quest, was dann in die Nähe geht. Ich bin mir jetzt echt unsicher. Ich will nicht verrecken. This platform to Museum Station. Also gehe ich davon aus, ich muss hier runter. Ja. Ich weiß aber, dass wenn ich hier rauskomme, werde ich wahrscheinlich von Mutanten begrüßt. Daher muss ich mir wahrscheinlich dann noch ein bisschen Heilung einpfeifen. Da hinten haben wir schon wieder ein paar Raider. Ah, mal gucken, ob ich da irgendwie rankomme und bemerkt. Wir verstecken uns mal, wir schleichen. Und wir speichern nochmal. Gucken. Oh, 78%. Ah, oh, der bekommt gar keinen Damage. Wir machen es mal. Oh doch, der hat gesessen. Und da geht's lang. 30 EP für so ein Vieh. Der ist schon ziemlich hoch vom Level, oder? Guck mal, der andere kommt her. Ne, der kommt nicht her. Ah, da. Ja, der wird wohl jetzt auch drauf gehen. Man merkt schon, warum ich die Flinte so mag. Auch wenn die fast kaputt ist. Das ist jetzt seine Flinte hingezogen. Ah, es trifft sich echt gut, dass er jetzt hier im Bett steht. Das kann ich nämlich hier pennen und heile mich komplett. Ich kann mal gucken, liegt hier noch was? Ja, einmal Heilung. Und das war's dann anscheinend. Ja, dann hauen wir uns jetzt erstmal hier hin eine Stunde. Gucken, 6 Uhr abends, wenn ich rauskomme, sollte es 8 Uhr morgens sein, dann schlafen wir einfach mal 14 Stunden. Hab ja gesagt, ich will immer nur beim Helden spielen, damit man beim Zuschauen auch was erkennt im Video. Daher wird man den Bildschirm hier wahrscheinlich öfter sehen. Ja, wir sind voll. Das ist sehr gut. Wir haben übrigens auch hier eine neue Flinte. Man sieht, die hat nochmal einen Ticken mehr als die alte. Welcher Taste hatte ich die? War 3, glaube ich. Mal gucken. Ja, 3 war es. Dann überschreibe ich die einfach mal.
Die Kampfflinte ist einfach besser. Und dann schauen wir mal, dass wir hier möglichst schnell durchkommen. Ja. Man sieht, da hinten geht's zur Museum Station, denn ja, muss ich wohl hier lang. Ah, die Tür ist ausgehebelt, es erweckt nicht viel Vertrauen. Ich hoffe, ich bin überhaupt richtig. Ja, irgendwas mit Outpost, also ein Außenposten. Aber da sehen wir, zu Museum Station. Ich habe schon den roten Pfeil da unten. Oh, das war gut. Er hat ihn direkt zerfetzt. Ja, wir sehen, die droppen ab und an mal ein paar Korken. Beziehungsweise Gold. Das können wir gut gebrauchen für den Anfang. Später gibt es gar nichts, wo man es investieren kann. Das ist ziemlich schade eigentlich. Am Anfang muss man mal gucken, dass man möglichst viel sammelt. Ah, da oben ist noch einer. Da verstecken. Jetzt ist er außer Range gegangen. Ah, mal schauen, was da noch ist. Da sind bestimmt noch tausend davon. Ja, sie rennt. Ja, wir schießen einfach in den Bauch. Oder auch nicht. Die Waffe ist auch fast kaputt. Ich weiß gar nicht, ob die sich auflöst, wenn man sie komplett kaputt macht. Na, wo ist er jetzt? Da oben rennt er rum. Das ging daneben. Hat der echt getroffen jetzt, ne? Nee. Ach doch, wir haben einen anderen erwischt anscheinend. Ja, das läuft gar nicht so schlecht. Ich hätte eigentlich gedacht, ich gehe hier unten drauf. Oh, hier. Die besten Kisten im Spiel. Munitionskisten, immer gern gesehen. So, jetzt sind wir auch beim Schlossknacken. Hier könnt ihr wieder Pause drücken und euch das durchlesen. Ansonsten erkläre ich es einfach. Wir können die Haarnadel mit der Maus bewegen. Und den Schraubenzieher mit den A- und D-Tasten. Für links und rechts. Und wir sehen, wenn wir die Nadel an der richtigen Position haben, kriegen wir das Schloss damit auf, wenn wir drehen. Ansonsten bricht die halt ab. Es war jetzt Glück, dass er genau getroffen hat, direkt. Aber es klappt bei den leichten Schlössern eben meistens. Da oben ist auf jeden Fall noch einer. Das ist auf meinem Kompass so angezeigt. Ach, das ist sogar der Halbtote. Und tschüss. Ja, damit hat er wohl nicht gerechnet. Der sah unvorbereitet aus. Boah, jetzt sind schon wieder so viele Wege. Sturmgewehr mitnehmen. Da hängt noch ein Kamerad, dem es nicht ganz so gut geht. Da oben auch. Ja. Mal schauen. Da unten geht's schon mal nicht lang. Hier sind auch keine Schilder, oder? Ja, das bringt mir jetzt nicht sehr viel. Ich glaube, ich muss da lang. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich hoffe, ich habe recht damit. Ja, gut, da steht's dran. Hätte ich ja eben auch sehen können noch. Gucken, hier noch was drin. Nein, da ist nichts drin. Ach, da ist immer noch einer. Ich dachte, ich bin jetzt am Ausgang. Ja, die Shotgun, die pustet ordentlich was rein. Nehmen wir ein paar Kakerlaken. Nehmen wir einfach mal mit, hier können wir noch nicht so viele Stimpacks leisten. Ach, der Automat, der hat mich jetzt einfach erschrocken. Leicht schreckhaft, wenn ich allein unterwegs bin. Ja. Gucken wir mal, was hier noch so gibt. Auf jeden Fall den Automaten noch. Wieder 3x20 ja, Gold für kostenlos. Ansonsten sind wir jetzt schon wieder fast voll vom Inventar her.
Das geht relativ schnell, wie man sieht. Ja, und wir sind anscheinend angekommen. Ja, hier hängt auch noch einer. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt das Schwere war. Das Schwere kommt wahrscheinlich jetzt erst. Ich weiß nicht genau, wo ich rauskomme, aber wenn es da ist, wo ich denke, dann wird es echt scheiße. Ja, ich kann es jetzt schlecht einschätzen. Ich weiß auch nicht, wo genau ich jetzt hier hin muss. Ach, anscheinend ist das direkt über mir. Oh, ich bin so gut. Ich bin perfekt gespawnt. Ja, da ist